Moin und willkommen bei Locker mit Docker. Heute der BVTechpack Minecraft Server im Docker Container. So laden wir uns einfach den AT Launcher runter und erstellen in diesem Programm über die Packs den entsprechenden Server, indem wir hier draufklicken und sagen, welche Version des Servers wir haben wollen. Das funktioniert übrigens auch mit dem Sky Factory oder den anderen. So, nachdem wir hier erstellen geklickt haben und auf installieren geklickt haben, bekommen wir auf unserer lokalen Festplatte so einen Ordner. In diesem Ordner sind ein paar Dateien und eine Launch-Server. Diese Datei erstmal ausführen und man bekommt, am Ende hat man ein riesen Paket an Dateien und dabei liegt auch noch eine Euler.txt. Diese Euler.txt müssen wir unbedingt ändern und anpassen, da wir sonst unseren Server niemals gestartet bekommen. Dazu einfach die Datei öffnen im Texteditor und aus diesem False, was hier steht, eigentlich ein True machen. So, anschließend fügen wir unserem Paket hier noch einen Dockerfile hinzu, weil ohne Dockerfile kein Docker-Container. Also hier Dockerfile. In dieses Dockerfile schreiben wir folgendes rein. Und zwar from Java 8. Wir wollen das Ganze vom Java aus starten, weil Minecraft eine Java-Applikation ist. Also brauchen wir Java 8 in dem Fall. Dann fügen wir den aktuellen Ordner komplett hinzu und den legen wir in dem Container hier drin ab. Gehen in dieses Verzeichnis hinein, geben den Port noch bekannt und starten das Programm. So, wenn wir jetzt in unsere PowerShell gehen und sagen docker build minus t before server, before server und Punkt, dann fängt er an, das Ding zu bauen. Er schiebt erstmal den ganzen Kontext in den Docker Daemon. Das dauert ein bisschen, ist ein bisschen größer. Und dann fängt er an, das Dockerfile abzuarbeiten und ist ratzfatz damit fertig. So, anschließend können wir sagen docker run minus i, dann noch die Ports theoretisch, ne, p 25565 auf 25565 und before server und schon startet unser Minecraft Server. Jetzt kann ich mich mit meinem Klienten einfach darauf verbinden und before Techpack spielen bis zum Abwinken oder Skybox oder was auch immer. So, und das war's. Wollt ihr noch mehr von diesen Videos? Dann Daumen hoch, Daumen runter, Kommentare, abonniert den Kanal und wir sehen uns im nächsten Video.